Und Folge 4 von The Division hier bei den Gamer Pandas. Wir sind immer noch die Beta am Spielen und Kevin weiß die Mission. Kevin hat die Mission. Kommen wir hier runter? Ich hoffe es mal. Ist eine Feuertreppe, ne? Sollte. Eigentlich ja, ne? Eigentlich funktionieren. Das war auch schon anstrengend, dass man ordnen ist hier. Ja, gut, sonst müssen wir halt im Haus die Treppen wieder runtergehen. Das ist nicht euer Ernst jetzt, dass ich hier nicht runterspringen kann. Kannst du nicht? Aber nee, guck mal hier. Nee. Doch, kannst du. Mit Kreis. Ja, hier geht das. Übers da vorne Geländer, nicht mit Kreis. Ja. Da vorne ist nicht mit Kreis. Ja, das ist offensichtlich zu dumm. So. Ein bisschen die Richtung. Ja, okay. Das ist richtig. Schalte ich mal. Hier sind noch an die Kissen im Haus. Unser Kacke. Das ist ja nicht so geil, du. Kisten im Haus? Hier laufen selbst Ratten rum. Ja, denen ist auch kalt. So, ja, mal drüber. Jetzt zum Pennsylvania Plaza. Meiner macht erstmal eine Rolle gegen Drahtzaun. Chelsea. Und wir laufen. Laufen, laufen. Fängt schon wieder an wie der Jogging-Simulator der Sie hier. Ist echt so. Passen Sie auf, worauf Sie zielen. Oh, hier geht's einem schlecht, den helfe ich kurz. Mach das, ich lauf schon mal weiter. Die hat mir was da gelassen. Eine moderne Jeans! Alter, nee, die muss ich gucken. Da, das muss ich mir jetzt erst ansehen, Kevin. Bleib mal stehen. Hier stehen bleiben, mitten auf der Kreuzung, wo ich locker abgefahren werden könnte. Das war Sinn der Sache. Ich hab's mir jetzt nicht mal angesehen, ja? Muss ich noch machen. Volle Jeans. Boah, ey, dieses Kreis und X. Das nervt das mich X halt mir. Na, du kannst ja direkt kreisen, muss ich ja nicht erst gegenlehnen, ne? Ich weiß. Aber ich drück trotzdem X instinktiv. Entschuldigung, was ich gesagt habe. Wir müssen den Bereich durchsuchen. Wozu? Ja. Cool. Gib mir ein Echo. Gib mir die Fischkiste. Zu Hause vergessen. Wir brauchen sie. Nein, da können sie nicht lang. Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen. Das ist zu gefährlich. Hey. Faye sagte, ich soll mich da täglich melden. Und die besorgte Faye ist der total wütenden Faye sehr ähnlich. Sachenkoffer. Edda Lau. Vermisst, Studentin. Maddie Anderson, unbekannt, Barista, Bekannte von Heather Lau. Ey, die arbeitet in Starbucks, die retten wir nicht. Komm her. Nein! Ich will noch hier was über die Leute lesen. Ja, lest doch. Du hast gesagt, komm her. Oh, nee, jetzt hast du mich voll abgelenkt. Das ist direkt bockig. Ja. So, alles kaputt gemacht hast du. Also wir müssen nur dahin laufen jetzt, um uns dieses Hologramm zu gucken, dann laufen wir zurück. Übrigens. Ich weiß auch nicht, was das Hologramm jetzt gerade Tolles gesagt hatte. Ne. Aber scheinbar weiß unser Soldat hier jetzt genau, wohin muss. Mhm. Wir haben einfach nicht zugehört. Wir sind aber wieder in Chelsea. Oder sein Navi sagt mir das einfach. Er hat auch eigentlich gar keine Ahnung. Genau. Einfach nur Spur seinem scheiß Navi hinterher. Oh Gott, die Erkältung. Geht gar nicht, geht gar nicht. Nee, ist echt so. Zum Glück höre ich wieder halbwegs cool auf beiden Ohren. War ja fürchterlich. Das glaube ich. Ey, du kannst nur noch basslastige Mucke hören, weil alle anderen Töne hörst du nicht mehr.
Nicht, dass das ein Problem für mich gewesen wäre, aber... Hey, hier sind Gegner, hier sind Gegner. Nein, Kevin. Nehmen wir mit. Die können Loot fallen lassen, nicht das? Immer musst du dich irgendwo einmischen. Ja, aber die verbrauchen auch Muni. Aber Loot. Guck mal, Level 4 Gegner. Wir sind schon so respektlos, dass wir einfach nur gegenrennen. Oh, da drin ist auch noch einer. Korrektur, war. Oh, da ist noch einer. Ich sammle erstmal ein. Eine AK-74 Klassik. Einfach mal mitnehmen, auch wenn sie schlechter ist als sämtliche andere Waffen. Ist auch was. Ich will auch gucken. Beschichtetes Holster. Irgendwie ist die Steuerung manchmal ein bisschen träge, habe ich das Gefühl. Ja, habe ich auch so ein Gefühl. Und die ist irgendwo in die Kiste angeblich. Ja, hinten. Das Rucksack. Erste-Hilfe-Set. Ah, das habe ich gebraucht. Habe ich wieder drei. Können wir weitergehen? Wenigstens hat sich mal eingemischt. Genau. Na ja, gut. Bin jetzt auch wieder plus minus null Muni rausgegangen, aber okay. Dem geht's schlecht, helf ihm. Freche Alwetterhose. Warte, ich will jetzt meine Jeans anlegen, jetzt bleib mal stehen hier. Ja, dann will ich auch mal eine freche Alwetterhose anziehen. Ja. Kann man jetzt machen. Deine Jeans, oh ja. Sieht mein Typ wirklich fresh aus. Die Echo Fresh. Bah, ist die AK-Scheiße. Ne, mit der spielen wir nicht. So, und weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Bei 100 Meter, dass das so weit sein kann, ne? Ich hab's Gefühl, in Rennspielen sind die Distanzen übertrieben klein und hier übertrieben hoch. Stimmt. Klar, im Rennspiel haust du auch ein paar mehr Kilometer weg, ne? Ja, schon. Gegners. Und im Gebäude sind Gegners. Tja. Man läuft sehr viel und lang. Ja. Das war Jogging, das könnte wirklich ein Jogging-Simulator sein. Oh, da ist eine Kiste. Und Hedderlau. Im Bereich durchsuchen. Erfasse ein Echo in der Nähe. Ein Echo. Echo. Hat das Echo schon? Ein Echo. Der Bereich ist ja riesig. Hier. Riesig, oh. Das ging schnell. Okay, jetzt können wir hier wieder gucken. Hedderlau. Teil 3. Was hat die denn da jetzt gemacht? Hier sind noch irgendwie Kisten. Können wir die holen? Hier geht's rein. Aktives Echo-Signal geordnet. Weil den Sinn von diesen Echos nicht ganz verstanden. Ich auch nicht. Aber er ist. Oh, Kühlschrank! Was ist denn drin? Ja, wahrscheinlich ein Medipack, aber ich bin. Ein Sakko. Hier einen Rucksack. Ich habe ein Wasser gefunden. Ist ein Rucksack? Was haben wir da drin? Ich habe eine moderne Beanie. Ne? Rucksack. Oh Gott. Ne, die Mütze sieht doof aus. Da will ich lieber die andere haben. Nee, das geht ja nicht. Die Mütze ist viel cooler. Was haben wir denn hier neben? Was ist da drin? Was ist denn hier drin, Junge? Ein Sakko! Meinst du, ich könnte das mal anziehen? So, wo war der, oder? Ich, das ist einfach so blöd. Warte, ich muss mal gerade die Jacke ausziehen, um das Sakko zu sehen. Sakko ist die Jacke.
Habe ich gerade auch festgestellt. Nee, ich bleib bei dem Parker. Der ist cool. Müsli-Riegel. Da hinten ist angeblich auch noch was. Ah, das kann ich ja nicht einsammeln. Kann man Zivilisten hier abschießen? Probier es aus, Kevin. Probier es aus. Aber, nee, aber zieh mich nicht mit rein. Kann man nicht. Wie? Drückt er dann einfach nicht ab oder was? Nö, die fallen aber nicht um. So, das ist ja doof. Da habe ich jetzt mehr erwartet. Außer ich habe mich getroffen, ich weiß es ja nicht. Vielleicht hat er, wäre er dann wie so ein Hulk auf dich losgegangen. Ich nehme, was ich kriegen kann. Ach so! Ja, geil, ne? Den Gut gemacht. Den nehmen, glaube ich, habe ich einfach gesprengt. Ja. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Ja, ja. Ja. Analyse. Analyse. Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst als Erster ran? Scheiße, ist das kalt. Haltet die Klappe und passt auf. Gab's bei Infamous nicht auch so ähnliche Missionen? Ja. Das war doch hier der Teil mit der Lichttussi, ne? Ja, mit dieser Licht. Also. Ja, ich weiß nicht, was du meinst, ja. Ja. War auch so ein Vierteiler oder so. Laufen wir weg von der Mission? Ja, weil ich habe schon die nächste genommen, Teil 4. Ich auch, aber wir entfernen uns hier oben. Guck mal. So, ja, weil wir hier rum müssen. Ach so. Dann muss nur aufs Navi gucken. Mimi. Mimi. Ja, und jetzt? Aktives Echo-Signal geortet. Hier. Ich sehe nichts, Roman muss gerade eine Party joinen. Komm schon. Komm schon. Geht nicht auf, oder wie, oder was? Ja, hör nicht zu. Können wir da rein? Nee, ne? Okay. Können wir klingeln? Kann man auch nicht. Das ist doch unlogisch. Wieso kann man denn nicht klingeln hier? Was soll man denn jetzt hier? Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie. Das ist jetzt unser Auftrag. Wir suchen die Alte, ne? Ja. Ah, guck mal hier. Achso, nee, der kriegt nur ein scheiß Wasser. Dafür kriege ich eine einfache Baseballmütze. Nee, die finde ich aber uncool. Hast du das Echo? Gib ich ist hier eins. Dasselbe von eben, ja. Ja, aber das können wir jetzt nicht irgendwie einsammeln oder so, ne? Nee. Hä? Warte mal, ich hab ne Idee. Na? Komm mal rüber, oder was? Erfasse ein Echo in Muss der man gerade Karte aufmachen. Wir müssen da rauf. Da kommen wir doch von der Seite drauf. Hier ist eine Leiter, wo wir eben schon waren. Ah. Dann warte mal gerade auf mich. Ja, wir sind gerade ein paar Gegner. Der warte trotzdem auf mich. Haben wir's? Immer los und leveln hier. Ja, dann sowieso. Hier ist was Grünes. Ein Allzweckholz. Was ist das hier? Ein angewinkelter Griff. Geil. So, gehen wir rauf hier, wa? In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Hier ist was. Kevin. Warte. Ja, hier an der analysiert. Hier irgendwas. Ja, das haben wir eben schon. Das ist dasselbe, was wir eben schon hatten. So. Ja, warum haben wir das? Hä? Wir müssen doch hier rauf jetzt. Warum hat es uns denn nach vorne gebracht? Das ist so unlogisch. Das verstehe ich auch gar nicht. Ja, geil. Ja,
Sehr geil. Die ist jetzt auch von einer verschlossenen Tür oder was? Oder kommen wir jetzt hier rein? Ah, das Fenster kommt rein. Okay. Mal das nicht, wie diese Eskorte sind. Ich denke mal schon. Meine Güte, Sie waren aber schnell. Kann ich jetzt raus hier? Nein. Und was Sie angeht, Agent, das bedeutet mir viel. Unglaublich viel. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ich schulde Ihnen einen Gefallen. Einen großen. Ich kann Ihnen nicht genug. Ganz großen. Ich melde mich. Lau Ende. Ganz groß. So, haben wir das Thema auch durch. Jo. Und die Folge würde ich sagen auch, haben wir jetzt die dicke Mission durch, wa? Würde ich sagen, ne? Das war jetzt hier die Geschichte. Können wir mal gucken, was können wir am nächsten hier machen? Hier ist noch ein Nebeneinsatz. Der ist direkt in der Basis. Was haben wir sonst noch hier so? Ich gucke gerade schon mal, was wir gleich so machen könnten. Obwohl, ich würde sagen, immer das gleiche ist auch langweilig. Nächste Folge zeigen wir noch PvP und dann war es das erste mit Division, oder? Für die Beta. Würde ich auch sagen, ja. Denn nächste Folge Dark Zone. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Ciao, ciao.